die Verfolgung und Ermordung Jean-Paul Marats, dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospices zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade. Direktor der Heilanstalt Charenton heiße ich Sie willkommen in diesem Salon. Wir haben es dem hier ansässigen Herrn de Sade zu verdanken, dass er zu Ihrer Unterhaltung und zur Erbauung der Kranken ein Drama ersonnen und instruiert und es jetzt zur Aufführung ausprobiert. Wir bitten Sie, uns Ihre Aufmerksamkeit zu gönnen, denn alle spielen so gut sie können. Doch Ihre einzige Bühnenerfahrung erwerben Sie hier in der Verwahrung. Als moderne und aufgeklärte Leute sind wir dafür, dass bei uns heute die Patienten der Irrenanstalt nicht mehr darben unter Gewalt, sondern sich in Bildung und Kunst betätigen und somit die Grundsätze bestätigen, die wir einmal im feierlichen Dekret der Menschenrechte für immer geprägt. Das Stück unter der Leitung des Herrn Alphonse de Sade lassen wir stattfinden in unserem Bad. Und hierbei sind uns nicht im Wege die technischen Errungenschaften der Körperpflege, im Gegenteil. Sie bilden die Szenerie zu Herrn de Sades Dramaturgie. Denn in unserem Spiel geben wir Ihnen Kunde von Jean-Paul Marats letzter Stunde, die dieser, wie bekannt, in der Wanne verbrachte, während Charlotte Corday über ihn wachte. Marat, erkennen Sie in diesem Manne, der bereits Platz genommen hat in der Wanne? Er befindet sich in seinem 50. Jahr und trägt eine Binde um das Haar. Das kühle Wasser, in dem er sitzt, lindert das Fieber, das ihn erhitzt. Zur Ausführung der Rolle haben wir einen erwählt, der zu jenen Patienten zählt, mit denen wir in unserer Hydrotherapie Erfolge erzielen wie sonst noch nie. Die Dame, die sich über ihn beugt und deren Berührung er nicht scheut, ist nicht die Corday, sondern Simone Evrard, mit der er zu Lebzeiten verehelicht war. Und zwar nicht nach einer Zeremonie unter kirchlichem Gebimmel, sondern aufgrund eines Gelöbnisses unter offenem Himmel. Hier sehen Sie die Corday in unserer Fabel. Sie stammt aus Caen und ist von ländlichem Adel. Sie ist hübsch gekleidet und trägt modische Schuhe und bindet sich gerade das Brusttuch zu. Sie ist nach unserer und der Geschichtsschreiber Meinung eine in die Augen fallende Erscheinung. Doch da die Darstellerin hier in unserer Institution an Schlafsucht leidet und Depression, ist all unsere Hoffnung darauf gestellt, dass sie ihre Aufgabe im Sinn behält. Mit seidener Hose und gepuderter Perücke sehen Sie Herrn Duperret in unserem Stücke. Wenn er auftritt, bringt er immer einen vornehmen Ton in die Wirrnisse der Revolution. Er steht als Mitglied der Girondisten natürlich auf Marats schwarzen Listen, ist aber sonst frohen Mutes und will in seinem Herzen nur Gutes. Interniert von wegen politischer Radikalität ist der Mönch, der dort im Vordergrund steht. Er spielt die Rolle des Jacques Roux und gehört zu Marats Revolution dazu. Leider hat die Zensur sehr viel gestrichen von seinen Aussagen im Spiel, denn sie gingen in ihrem Ton zu weit für die Ordnungsbewahrer in unserer Zeit. Verehrtes Publikum, zusammengesetzt aus allen Ständen ist auch das Ensemble in diesen Wänden. Das sehen Sie zum Beispiel an diesen Vieren, die wir hier an der Anstalt auskurieren. Spelunken und Landstraßen bilden nicht länger den Hintergrund für unsere vortrefflichen Sänger. Kükerikü, Paul Posch und Kokoll und die ehemals käufliche Rossignol. Betrachten wir jetzt diesen etwas beleibten Herrn, der unter eines anrüchigen Ruhmes Stern seit 5 Jahren in unserer Anstalt weilt, von zahlreichen Verfolgungen und Prüfungen ereilt, so sehen wir in ihm Herrn de Sade, ehemals Marquis, der dies Spiel ersonnen mit unübertroffenem Genie, Autor von Werken, die verkannt und verbrannt, um deretwillen man ihn Jahrzehnte verbannt. Nach dieser kurzen Introduktion ist schon im Gang unsere Produktion. Und Sie sehen heute, am 13. Juli 1808,
wie vor 15 Jahren die immerwährende Nacht für jenen dort in der Wanne begann, als ihm das Blut aus der Schnittwunde rann, die diese da, nachdem sie es wohl bedachte, ihm mit einem eingekauften Dolch beibrachte. Vier Jahre waren damals vergangen, seitdem unsere Revolution angefangen, seitdem wir den goldenen gestürzt und viele um einen Kopf gekürzt. An die Laternen, die Aristokraten, raus aus der Kirche mit den Prälaten. Und wie wir heute gedenken des Krieges, gedachte jener des ersten großen Sieges damals. Am Vorabend zur Feier der Revolution, später zu Ende geführt durch Kaiser Napoleon. Hängt sie auf, die Gendlerräle, die Spekulanten an die Pfähle. Es lebe die Revolution. Marat, wir wollen unser Grab nicht graben. Marat, wir wollen zu fressen haben. Marat, wir wollen keine Tüten kleben. Marat, wir wollen den Wohlstand leben. Wir krönen dich mit diesen Blättern, Marat, in Ermangelung des Lorbeers, der für die Dickschädel der Akademisten, Heerführer und Prinzen verbraucht wurde. Hoch, Marat, auf dich wollen wir bauen, du bist der Einzige, dem wir vertrauen. Marat, seit vier Jahren unverzagt, Verräter aufspürend, von Verrätern gejagt. Marat vor Gericht und Marat in Verstecken, mit Steckbriefen gesucht, an allen Ecken. Weiter kämpfend gegen die Höflinge und Pfaffen, die Geldsäcke und militärischen Affen. Immer wieder da, um den Schmus aufzudecken, von denen die der alten Ordnung den Hintern lecken. Während unsere Vorkämpfer, unsere neuen Herren, einander überall den Weg versperren. Während sie einander bescheißen und ins Loch und unters Ball schmeißen. Und von den rechten Reden, die wir uns selber holten, damals, als wir die ganze Bande versohlten und die sogenannte uneinnehmbare Zitadelle zerpulverten in großer Schnelle. Dran, unser Blut zu saugen. Papierfetzen werfen sie uns hin, die Geld vorstellen sollen. Und nur zum Arsch abwischen taugen. Von allen Rechten haben wir nur das Recht zu verhungern. Unsere einzige Arbeit ist das Herumlungern. In Brüderlichkeit können wir verlausen und verdrecken. In Gleichheit dürfen wir hier verrecken. Wer beherrscht die Markthallen? Wer hält die Speicher verschlossen? Wer hat die Reichtümer aus den Schlössern ergattert? Wer sitzt auf den Ländereien, die an uns verteilt werden sollten? Wer hält uns zu Unrecht gefangen? Wer sperrt uns ein? Wir sind gesund und wollen in Freiheit sein! Herr Gesandt! Ich sehe, ich muss hier die Stimme der Vernunft vertreten. Wie soll denn das werden, wenn wir schon am Anfang des Stückes so viel Unruhe aufkommen lassen? Ich muss doch um etwas Besänftigung bitten. Schließlich sind heute andere Zeiten als damals. Und wir sollten uns bemühen, die längst überwundenen Missstände in einem etwas verklärten Schimmer zu sehen. Pace Domine. Sie sehen Marat, einen Mann aus dem Volke, in seines Fiebers und Traumes Wolke. Sie sehen seine Hand um die Schreibfeder geballt und das Geschrei von der Gasse ist eben verhallt. Sie sehen seinen Blick auf die Karte Frankreichs gerichtet, während Sie darauf achten. Während Sie darauf warten, dass diese dort
ihn vernichtet. Und niemand von uns kann was dafür, dass sie schon bereit steht vor seiner Tür. Armer Mara, in deiner Pfanne, verseucht vom Gift, Gift sprühend aus dem Hinterhalt, die Leute vergiftend, aufwiegelnd zu Mord und Plünderung. Mara, ich bin gekommen, ich, Charlotte Cordeoska, wo jetzt eine Armee zur Befreiung gesammelt wird. Ich komme als Erste, Mara. Und beide sahen wir einmal die Veränderungen so, wie sie erdacht wurden vom großen Rousseau. Doch der Grund, dass wir uns nicht vereinten, ist, dass wir beide etwas anderes meinten, als wir die gleichen Worte wählten, mit denen wir unsere Ideale aufzählten. Beide wollten wir die Freiheit erreichen, doch für dich ging's zur Freiheit über einen Berg von Leichen. Von Eintracht sprachen wir beide wie aus einem Munde, doch wie du dir die Eintracht dachtest, davon gabst du uns Kunde. Deshalb muss ich auf deine Brüderlichkeit verzichten und mach es mir zur Aufgabe, dich zu vernichten. Ich töte einen, um Tausende zu retten und sie zu befreien aus ihren Ketten. Simon, gieß kaltes Wasser zu. Gib mir ein neues Tuch um die Stirn. Oh, dieses Jucken ist nicht zu ertragen. Lass das schreiben, Jean-Paul. Es bringt nichts Gutes ein. Mein Aufruf zum 14. Juli an die französische Nation. Jean-Paul, du musst dich schonen. Das Wasser ist schon ganz rot. Was ist eine Wanne voll Blut? Gegen das Blut, das noch fließen wird. Einmal dachten wir, dass ein paar hundert Tote genügten. Dann sahen wir, dass Tausende noch zu wenig waren. Und heute sind sie nicht mehr zu zählen. Dort, überall, da, hinter den Wänden, auf den Dächern, in den Kellern. Scheinheilige setzen sich unsere Mützen auf und tragen das Wappen des Königs unterm Hemd. Sie halten mit uns. Doch wenn draußen ein Laden geplündert wird, dann schreien sie, Lumpengesinde, Proletenpack, Kanaillen. Simon, mein Kopf brennt. Ich kann nicht mehr atmen. Simon, das Geschrei ist drinnen, in mir. Simon, ich bin die Revolution. Erster Besuch der Corday. Ich bin gekommen, um den Bürger Marat zu sprechen. Ich habe ihm wichtige Mitteilungen zu machen über die Lage in meiner Stadt Grand, in der sich die Verschwörer versammelt haben. Wir wünschen keine Besuche. Wir wollen unsere Ruhe. Keine Besuche. Wir wollen unsere Ruhe. Kein Treiben. Ich will vor ihm stehen und ihn ansehen. Ich will sein Zittern sehen und den Schweiß auf seiner Stirn. Und in seine Rippen will ich den Dolch treiben, den ich unter meinem Brusttuch verwahre. In beide Hände will ich den Dolch nehmen und ihn in seine Haut schlagen. Und dann will ich hören, was er mir zu antworten hat. Noch nicht, Corday. Dreimal kommst du an seine Tür. Lied und Pantomime von Cordays Ankunft in Paris. Charlotte Corday kam in unsere Stadt. Sah aus allen Fenstern unsere Wimpel her. Sie war nach der Reise noch etwas wahr. Hatte aber keine Zeit im Hotel zu
Hennen. Ging in der Morgensonne zum Palais Royal. Wo einer ihr einen Messerschmied empfahl. Auslagen der Arkaden, Pasten, Essenzen und Schminken in allen Farben, bekam Schutzmittel gegen Syphilis, Angeboten und Einladungen und Aufforderungen nach allen Noten. Händler kamen mit Schächtelchen und Kännchen und Gummitröstern und Sicherheitsschwämmchen. Er stand dort einen Dolch mit weißem Griff. Und der Verkäufer fragte zum Essen Schaden. Sie aber lächelte nur und bezahlte den Preis von 2 Livre, wie jeder weiß. Sie hörte die Vögel singen in den Tuilerien. Und der Geruch der Blumen trieb zu ihr hin. Doch auch jetzt hielt sie nicht an vor den Parfümerien, sondern war bald wieder in den Gassen drin, wo der Geruch der Blumen sich mit dem Geruch des Bluts vermischte. Und zischte beim Anblick der hochrechtigen Karren, voll von formidablen Narren. Ist nicht aufzuhalten. Was haben Sie nicht alles ertragen, ehe Sie Rache nehmen? Ihr seht jetzt nur diese Rache und denkt nicht daran, dass ihr sie dazu triebt. Jetzt jammert ihr als verspätete Gerechte über das Blut, das sie vergießen. Doch was ist dieses Blut gegen das Blut, das sie für euch vergossen haben in euren Raubzügen und Tretmühlen? Was sind die Opfer, die jetzt gebracht werden, gegen die Opfer, die sie brachten, um euch zu ernähren? Was sind ein paar geplünderte Häuser gegen die Ausplünderung, unter der Sie verkamen? Euch rührt es nicht, wenn Sie verderben vor den feindlichen Heeren, mit denen ihr im Geheimen konspiriert. Ihr hofft, dass Ihre Niederlage zu eurem Sieg wird. Und da würde sich nichts verziehen in euren edlen Gesichtern, die jetzt verzerrt sind von Abscheu und Empörung.
geht das nicht. Das können wir nicht Erbauung nennen. Daran können unsere Patienten nicht gesunden. Im Gegenteil, sie geraten in unnötige Erregung. Schließlich haben wir das Publikum hierher gebeten, um zu zeigen, dass wir nicht nur den Auswurf der Gesellschaft beherbergen. Wir zeigen nur, was sich in unserer Stadt einmal ohne Zweifel abgespielt hat. So lasst es uns also in Ruhe betrachten, weil wir die Taten von damals verachten. Denn an Einsicht sind wir heute viel klüger als jene, deren Zeit für immer vorüber. So wie ihr dort oben unbeweglich steht und weiter blickt, als die Augen eurer Henke reichen, so werde auch ich dort stehen, wenn alles vorbei ist. Sieh sie dir an, Mara. Diese ehemaligen Besitzer aller irdischen Güter, wie sie ihre Niederlage noch zum Triumph machen. Jetzt, da sie ihrer Genüsse beraubt sind, bewahrt der Schafott sie vor der unendlichen Langeweile. Beglückt steigen sie auf das Gerüst, als erstiegen sie einen Thron. Ist das nicht die Höhe von Korruption? Gespräch über Tod und Leben. Ich las bei dir, Sade, in einer deiner unsterblichen Schriften, das Prinzip alles Lebendigen sei der Tod. Und dieser Tod besteht nur in der Einbildung. Nur wir stellen ihn uns vor. Die Natur kennt ihn nicht. Jeder Tod, auch der grausamste, ertrinkt in der völligen Gleichgültigkeit der Natur. Nur wir verleihen unserem Leben irgendeinen Wert. Die Natur würde schweigend zusehen, rotteten wir unsere ganze Rasse aus. Ich hasse die Natur. Ich will sie überwinden. Ich will sie mit ihren eigenen Waffen schlagen, in ihren eigenen Fallen fangen. Dieses reglose Zusehen, dieses Gesicht aus Eis, das nichts erschüttern kann, das sie alles erträgt, das spornt uns zu immer größeren Leistungen an. Wie versuchten wir nicht seit jeher, ihren Grundsatz zu erfüllen, nachdem der Schwache dem Starken auf Gnade und Ungnade ausgeliefert ist? Wie fielen wir nicht in allen Hierarchien über sie her in immerwährender Infamie und Schadenfreude? Wie überwältigten wir nicht die falsche Tugend mit unserer gemeinsten Geschicklichkeit? Wie experimentierten wir nicht in unseren Laboratorien, ehe wir zur letzten Behandlung schritten? Lass mich erinnern an die Hinrichtung des Damien, nach dessen missglücktem Anschlag auf den seligen 15. Louis. Wie mild ist unser Ball gegen die Folter, die er erdulden musste, 4 Stunden lang, während das Volk sich daran ergötzte. Und während Casanova oben hinter dem Fenster seiner zuschauenden Dame unter die Röcke griff. Brust, Arme und Schenkel wurden ihm aufgeschlitzt. Geschmolzenes Blei wurde in die Wunden gegossen, überschüttet wurde er mit siedendem Öl, brennendem Pech, Wachs und Schwefel. Die Hand senkte man ihm mit Feuer ab. Tau befestigte man an seinen Gelenken, 4 Pferde spannte man dran und trieb diese an. 1 Stunde lang zerrten sie ungewohnt diese Aufgabe, ohne ihn zu zerreißen, bis man ihm die Schultern ansägte und die Hüften. So verlor er den ersten Arm, und dann den zweiten. Und er sah zu, was man mit ihm trieb. Und er wandte sich an uns und machte sich uns verständlich mit seiner Stimme. Und als sie ihm das erste Bein ausrissen und dann das zweite, lebte er immer noch. Doch seine Stimme war schwächer geworden. Und schließlich hing er als blutiger Stumpf mit wackelndem Kopf und er stöhnte nur noch. Und starrte das Kruzifix an, das der Beichtvater ihm vorhielt. Das war ein Volksfest, mit dem sich unsere heutigen Volksfeste nicht messen können. Unsere Inquisition macht uns schon keinen Spaß mehr, obgleich wir eben erst begonnen haben. Unsere Morde haben kein Feuer, weil sie zur täglichen Ordnung gehören. Ohne Leidenschaft verurteilen wir. Kein schöner, individueller Tod mehr stellt sich uns dar. Nur ein anonymes, entwertetes Sterben, in das wir ganze Völker schicken könnten, in kalter Berechnung. Bis es einmal soweit ist, alles Leben aufzuheben. Bürger, Marquis, obgleich du in unseren Tribunalen sitzt und beim Sturm im September dabei warst,
spricht aus dir noch der alte Höhenmensch. Und was du die Gleichgültigkeit der Natur nennst, ist deine eigene Apathie. Mitleid, Marat, ist eine Eigenschaft der Privilegierten. Wenn der Mitleidige sich niederbeugt, um ein Almosen zu geben, so ist er voller Verachtung. Er heuchelt Rührseligkeit zugunsten seines Reichtums. Und mit seiner Gabe versetzt er dem Bettelnden nur einen Tritt. Nein, Marat, keine kleinlichen Gefühle. Ich weiß, es geht dir um anderes. Für dich wie für mich gelten nur die äußersten Extreme. Wenn es Extreme sind, dann sind es andere Extreme als deine. Gegen das Schweigen der Natur stelle ich eine Tätigkeit. In der großen Gleichgültigkeit erfinde ich einen Sinn. Anstatt reglos zuzusehen, greife ich ein und ernenne gewisse Dinge für falsch und arbeite daran, sie zu verändern und zu verbessern. Es kommt darauf an, sich am eigenen Haar in die Höhe zu ziehen, sich selbst von innen nach außen zu stülpen und alles mit neuen Augen zu sehen. Maras Liturgie. Wie hieß es doch lange? Die Monarchen seien gute Väter, unter deren Obhut wir friedlich lebten. Und ihre Taten wurden uns von den gekauften Poeten begeistert geschildert. Andächtig brachten die einfältigen Familienversorger ihren Kindern die Lehren bei. Die Monarchen sind gute Väter, unter deren Obhut wir friedlich leben. Die Monarchen sind gute Väter, unter deren Obhut wir friedlich leben. Und die Kinder wiederholten die Lehren und glaubten daran, wie man daran glaubt, was man wieder und wieder hört. Und so hörte man auch die Priester sagen: In unserer Barmherzigkeit umfassen wir alle Menschen in gleicher Weise. Wir sind an kein Land und an keine Regierung gebunden. Wir sind zu einem einzigen Volk von Brüdern vereint. Und die Priester sahen sich die Ungerechtigkeiten an und sie schwiegen dazu und sagten: Unser Reich ist nicht von dieser Welt. Und so zwangen sie den Unbemittelten den letzten Spargroschen ab und richteten es sich wohlig ein zwischen ihren Schätzen und schmatzten und zechten mit den Fürsten. Und zu den Hungernden sagten sie: Leidet, leidet, wie jener dort am Kreuz, denn so will es Gott. Und was man immer wieder und wieder hört, daran glaubt man. Und so begnügten sich die Unbemittelten mit dem Bild des Blutenden und Gemarterten und Festgenagelten. Und sie beteten das Bild ihrer Hilflosigkeit an. Und die Priester sagten: Erhebet die Hände gen Himmel und ertraget eure Peiniger, denn Gebete und Segnungen seien eure einzigen Waffen, auf dass euch das Paradies
Unwissenheit, dass sie sich nicht auflehnten gegen ihre Herren, die sie unterm Schein einer göttlichen Sendung regierten. Amen! Hätte satt! Gegen dieses Treiben muss ich mich wenden! Wir einigten uns hier auf Streichung. Wie nimmt sich denn heute so etwas aus, da unser Kaiser von kirchlichen Würdenträgern umgeben ist und es sich immer wieder aufs Neue zeigt, wie sehr das Volk des priesterlichen Trostes bedarf? Von einer Unterdrückung kann überhaupt keine Rede sein. Im Gegenteil, da wird alles getan, die Not zu lindern, mit Kleidereinsammlung. Krankenhilfe! Krankenhilfe! Suppenverteilung! Und Suppenverteilung! Denn auch wir hier unterstehen nicht nur der Gnade der weltlichen Regierung, sondern der Gunst und dem Verständnis unserer geistlichen Väter. Sollte jemand im Publikum sich getroffen fühlen, so bitten wir denselben, seinen Ärger abzukühlen und in Freundlichkeit zu bedenken, dass wir den Blick hier in die Vergangenheit lenken, in der alles anders war als heute. Heute sind wir natürlich gottesfürchtige Leute. Betet, betet, betet ihn an. Satan, der du bist in der Hölle, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie in der Hölle, also auch auf Erden. Vergib uns unsere Unschuld. Erlöse uns von allem Guten. Führe uns in Versuchung, in Ewigkeit. Amen. Zwischenfälle dieser Art sind nicht zu vermeiden. Sie gehören bei uns zum Bild der Leiden. Lassen Sie uns mit Ehrfurcht bedenken, dass jener, den Sie dort hinten zur Besinnung lenken, einmal als Prediger sehr bekannt, einem berühmten Kloster vorstand. Lassen Sie es als eine Erinnerung gelten, an die Undurchschaubarkeit himmlischer und irdischer Welten. Fortsetzung des Gesprächs zwischen Marat und Zahn. Um zu bestimmen, was falsch ist und was recht ist, müssen wir uns kennen. Ich kenne mich nicht. Wenn ich glaube, etwas gefunden zu haben, so bezweifle ich schon und muss es wieder zerstören. Was wir tun, ist nur ein Traumbild von dem, was wir tun wollen. Und nie sind andere Wahrheiten zu finden als die veränderlichen Wahrheiten der eigenen Erfahrung. Ich weiß nicht, bin ich der Henker oder der Gemartete. Ich ersinne die ungeheuerlichsten Torturen. Und wenn ich sie mir beschreibe, so erleide ich sie selbst. Ich bin fähig zu allem. Und alles füllt mich mit Schrecken. Das Fieber saust mir im Kopf. In meiner Haut ist ein Brennen und Siedeln. Simon, Simon! Tauch das Tuch in Essigwasser. Kühle meine Stirn. Ich weiß. Jetzt würdest du allen Ruhm und alle Volksgunst hingeben, für ein paar Tage gesund sein. Du liegst in deiner Wanne allein mit deinen Vorstellungen von der Welt, die den Ereignissen draußen nicht mehr entsprechen. Du wolltest dich einmengen in die Wirklichkeit. Und sie hat dich in die Enge gedrängt. Ich habe es aufgegeben, mich mit ihr zu befassen. Mein Leben ist die Imagination. Die Revolution interessiert mich nicht mehr. Falsch, Saad. Falsch. Mit der Ruhelosigkeit der Gedanken lässt sich keine Mauer durchbrechen. Mit der Schreibfeder kannst du keine Ordnungen umwerfen. Wie wir uns auch abmühen, das Neue zu fassen, es entsteht doch erst zwischen ungeschickten Handlungen. So verseucht sind wir von den Gedankengängen, die Generation von Generation übernahm, dass auch die Besten von uns sich immer noch nicht zu helfen wissen. Wir sind die Erfinder der Revolution. Doch wir können noch nicht damit umgehen. Im Konvent sitzen immer noch Einzelne, jeder von seinem Ehrgeiz beseelt. Und jeder will etwas von früher übernehmen. Der eine ein schönes Bild, der andere seine Mätresse. Der eine seine Mühlen, der andere seine Werften, der eine seine Armee, der andere seinen König! Und da stehen wir wieder und hängen an die verbürgten Menschenrechte, das heilige Recht der Bereicherung! Und wir hören, was daraus werden soll. In Freiheit und Gleichheit soll jeder jetzt kämpfen, brüderlich und mit ebenbürtigen Waffen. Jeder sein eigener Krösus,
Mann soll gegen Mann stehen und Gruppe gegen Gruppe in einer fröhlichen, wechselseitigen Ausbeutung. Und Sie sehen ein Blühen vor sich, ein Blühen des Handels, ein Blühen der Industrie, einen einzigartigen Aufschwung. Und während wir weiter denn je von unserem Ziel entfernt sind, ist in den Augen der anderen die Revolution schon gewonnen. Und woher haben Sie den Kies? Und woher haben Sie die Ellbogen? Und woher haben Sie die Beziehungen? Und den Unternehmungsgeist? Während wir nichts haben, als Löcher zum Wohnen im Bauch. Und in den Kleidern. Jetzt saufen die neureichen Affen aus den Fässern der Paffen. Und steht der Dreck über den Ohren. Sie packen Gold in die Tresoren. Und im Konvent die Deputierten dieser aufgeblasenen Studierten haben nichts anderes im Sinn als Ruhm und Weiber und Klimbim. Über ihren Putzen und ihren Fressen haben sie uns längst vergessen. Nicht nur die ihre Schlösser entledigten, sondern wir sind die Geschädigten. Was ist aus unserer Revolution geworden? Marat, wir wollen nicht mehr warten bis morgen. Marat, wir sind immer noch arme Leute und die notwendigen Änderungen wollen wir heute. Wir bitten, geehrtes Publikum, zu bedenken, wie unüberlegt und dumm das Volk immer wieder ins Unglück gerät, weil es von der Sachlage nichts versteht. Anstatt solch kopflose Ungeduld zu zeigen, sollte es in diesen schwierigen Zeiten lieber schweigen. Und für jene arbeiten und ihnen vertrauen, die aus eigener Kraft wieder was aufbauen. Erstes Gespräch zwischen Corday und Duperré. Um auch Anstand zu zeigen und hohe Gesinnung, traf der Verfasser jetzt die Bestimmung, der schönen und kühnen Charlotte Corday hinzuzugesellen den Herrn Duperré. In Caen, wo sie die Jahre ihrer Jugend in einem Kloster verbrachte, voller Tugend, wurde ihr dieser Herr aufs Beste empfohlen, dass sie sich sollte Rat und Trost bei ihm holen. Nützt deine Rolle nicht aus, deine Liebe ist platonisch. Ach, liebster Duperré, ach, liebster Duperré, was können wir tun, um das Unheil zu verhindern? Überall in den Straßen hört man jetzt davon sprechen. Marat soll ernannt werden, Marat soll ernannt werden zum Tribun und Diktator. Noch heuchelt er, dass die Maßnahmen der Gewalt nur von begrenzter Dauer wären. Wir aber wissen, dass Auflösung und Gesetzlosigkeit sein Ziel ist. Ach, liebste Charlotte, kehre zurück in den Kreis deiner frommen Freundinnen und führe ein Leben in Zurückgezogenheit und in Gebeten. Denn du bist ihnen, denen du hier begegnest, nicht gewachsen. Du sprichst von Marat. Doch wer ist Marat? Irgendein hergelaufener Korsikaner. Verzeihung, Sardinier. Oder gar Jude. Wer hört ihm schon zu? Nur das Gesindel auf den Gassen. Dieser Marat ist für uns nicht gefährlich. Ach, liebste Duperré, du willst mich nur prüfen, doch ich weiß, was ich zu tun habe. Fahre du nach Caen, wo Barbaroux und Bussot dich brauchen. Fahre noch heute, flieh, warte nicht auf den Abend, an dem es zu spät ist. Liebste Charlotte, mein Platz ist hier. Wie könnt ich die Stadt verlassen, in der ich dich weiß? Liebste Charlotte, mein Platz ist hier. Und warum sollte ich fliehen?
Und warum sollte ich fliehen? Jetzt, da es nicht mehr lange dauern kann. Jetzt, da es nicht mehr lange dauern kann, schon liegen die Engländer vor Dunkirk und Toulon, die Preußen. Die Spanier. Die Spanier haben Roussillon besetzt, Paris. Mainz. Mainz ist von den Preußen umzingelt, Condé und Valenciennes von den Engländern. Österreichern. Österreichern erobert. Die Vendée steht im Aufruhr. Sie können sich nicht mehr lange halten, diese Emporkömmlinge und Fanatiker, die keinen Weitblick haben und keine Kultur. Nein, Charlotte, ich bleibe hier und warte auf den Tag, an dem wir das Wort Freiheit wieder aussprechen dürfen. Saat pfeift auf alle Nationen! Hörst du, Marat, wie sie alle Frankreichs Bestes wollen? Sie überbieten einander an Patriotismus. Und mit und ohne Schönheitssinn sind sie bereit, sich für Frankreichs Ehre zu opfern. Ob radikal oder gemäßigt, alle wollen sie Blut lecken. Wir nennen es Gerechtigkeit, wenn wir verurteilen und köpfen. Die anderen hoffen auf unsere innere Zersetzung und sehen den Tag vor sich, an dem sie wieder noble, talentierte Herren einsetzen dürfen, die höfisch verhandeln und die Fürsten Europas aufatmen lassen können. Beide, die Launen und die Zornigen, glauben an Frankreichs Größe. Marat, siehst du den Irrsinn dieser Vaterlandsliebe? Ich sage dir, ich habe diesen Heroismus längst aufgegeben. Ich pfeife auf diese Nation. So wie ich auf alle anderen Nationen pfeife! Es lebe Napoleon und die Nation. Es leben alle Kaiser, Könige, Bischöfe und Päpste. Es lebe die Wassersuppe. Es lebe die Zwangsjacke. Es lebe Marat. Es lebe die Revolution. Ich pfeife auf diese Bewegung von Massen, die im Kreis laufen. Ich pfeife auf alle guten Absichten, die sich nur in Sackgassen verlieren. Ich pfeife auf alle Opfer, die für irgendeine Sache gebracht werden. Ich glaube nur an mich selbst. Ich glaube nur an die Sache, die du verrätst. Wir haben ein Gesindel gestürzt, das Fett über uns thronte. Viele haben wir unschädlich gemacht, viele sind entkommen. Doch viele von denen, die mit uns begannen, liebäugeln wieder mit dem alten Glanz. Und es zeigt sich, dass es in der Revolution um die Interessen von Händlern und Krämern ging. Die Bourgeoisie, eine neue, siegreiche Klasse. Und darunter der vierte Stand, wie immer, zu kurz gekommen. Erste Agitation des Jacques Roux. Greift zu den Waffen. Kämpft um euer Recht. Wenn ihr euch jetzt nicht holt, was ihr braucht, dann könnt ihr noch ein Jahrhundert lang warten und zusehen, was die sich für einen Betrieb errichten. Sie verachten euch, weil ihr es euch nie habt leisten können, lesen und schreiben zu lernen. Zur groben Arbeit der Revolution taugtet ihr ihnen, doch sie rümpfen die Nase über euch, weil euer Schweiß stinkt. Unten sollt ihr sitzen, weit weg von ihnen, dass sie euch nicht zu sehen brauchen. Da könnt ihr mittun in eurer Unbildung und in eurem Gestank, dass sich das neue Zeitalter entfalte. Und wieder taugt ihr ihnen zur gröbsten Arbeit. Während oben ihre Dichter von gewaltigen Lebensströmungen sprechen und während ihre Machenschaften verbrämt werden von hochentwickelter Kunst und verfeinertem Luxus. Erhebt euch, stellt euch vor sie hin, zeigt ihnen, wie viele ihr seid. Sollen wir uns das mit anhören? Wir, Bürger eines neuen Zeitalters, wir, die wir den Aufschwung wollen? Das ist Untergrabung, das können wir doch nicht zulassen. Sie hörten den Priester Jacques Roux, der erkennt eine neue Religion im Nu. Der vertauscht die Kanzel mit der Gasse und wettert da in seinem seelsorgenden Hasse.
Als Prediger sind ihm gute Wendungen bekannt und er hat seine Zuhörer ganz in der Hand. Er verändert die himmlischen Gefilde schnell zu einem irdischen Bilde. Hier soll das Paradies sein und hier sollen sie wandeln und nach ungeahnt neuen Ordnungen handeln. Nur weiß er noch nicht, wie er diese erreicht, denn Handeln ist schwer und Reden ist leicht. So macht er sich erstmal zum Propheten angesichts dieser geschundenen Proleten und stellt ihnen Marat als Heiligen hin, denn das verspricht schon einen Gewinn, weil dieser wie ein Gekreuzigter ist. Und daran erbaut sich jeder Christ. So wie du da liegst in der Wanne, die deine Welt ist, glaubst du immer noch, dass Gerechtigkeit möglich ist? Dass alle gleich viel verwalten können? Heute malt ihr den einen schwarz und enteignet ihn und verteilt den Besitz an andere, die damit schieben, um ihn zu vermehren, genau wie ihre Vorgänger. Und durch die Stockungen im großen Geschäft und den Ausfall der fantasievollen Produktionen wird Millionen wieder das Brot genommen. Glaubst du immer noch, dass alle auf allen Plätzen das Gleiche leisten? Dass niemand sich an anderen messen wollte? Glaubst du würdest sie glücklich machen, wenn jeder nur halbwegs gehen dürfe und mit der Nase immer nur an die Gleichheit stieße? Glaubst du, es gäbe einen Fortschreiten, wenn jeder nur ein kleines Glied wäre in einer großen Kette? Glaubst du immer noch, dass es möglich ist, die Menschen zu einen? Da du doch siehst, wie schon die wenigen, die um der Eintracht willen begannen, sich in den Haaren liegen und über Bagatellen zu Todfeinden werden. Es geht nicht um Bagatellen. Es geht um einen Grundsatz. Und es gehört zum Lauf der Revolution, dass die Halbherzigen, die Mitläufer, ausgestoßen werden müssen. Es gibt für uns nur ein Niederreißen bis zum Grunde. So schrecklich dies auch denen erscheint, die in ihrer satten Zufriedenheit sitzen und sich in den Schutzmantel ihrer Moral hüllen. Hört nur, hört! Durch die Wände! Wie sie flüstern und intrigieren. Seht nur, wie sie überall lauern und auf ihre Chance warten. Was ist eigentlich los? Ich bin ein guter Franzos und möchte doch gern wissen, wer uns beschissen. Es hieß doch mal, es sei aus mit der Qual. Wer kann uns jetzt sagen, was die da noch austragen? Der König ist weg, die Pfaffen sind im Dreck. Die Nobel sind im Loch. Worauf warten wir noch? Zweite Agitation des Jacques Roux. Wir fordern, dass die Speicher zur Linderung der Not geöffnet werden. Wir fordern, dass alle Werkstätten und Fabriken in unseren Besitz übergehen. Wir fordern, dass in den Kirchen Schulen eingerichtet werden, sodass dort endlich einmal etwas Nützliches verbreitet wird. Wir fordern eine sofortige Anstrengung aller, um den Krieg zu Ende zu bringen. Diesen verfluchten Krieg, der Preistreiberei zum Vorwand dient, der die Gier nach Eroberungen weckt. Wir fordern, dass diejenigen, die den Krieg entfacht haben, unmittelbar alle Kosten dafür tragen. Ein für alle Mal muss der Gedanke an große Kriege und eine glorreiche Armee ausgelöscht werden. Auf beiden Seiten ist keiner glorreich. Auf beiden Seiten stehen nur verhetzte Hosenscheißer, die alle das Gleiche wollen. Nicht unter der Erde liegen, sondern auf der Erde gehen. Ohne Holzbein. Das ist Defetismus. Wir brauchen unsere Armee. Diese Szene wurde gestrichen. Bravo, Jacques Roux. Deine mönchische Kleidung ist nach meinem Sinn. Denn das ist jetzt das Beste. Immer bereit zu sein, sich im Sack zu verkriechen, aufzutauchen in günstigen Momenten, dann schnell wieder weg, wenn es sein muss. Deine Kutte, Jacques Roux, ist eine gute Mimikrie. Marat, deine Zeit ist jetzt da. Marat, zeige dich. Sie warten auf dich. Denn die Revolution, sie soll nur einen Augenblick währen, wie ein einschlagender Blitz, der alles verzehrt. In blendender Helle! Sie tragen dich eine Stunde lang, einen Tag lang. Dann lassen sie dich fallen. Marat, heute brauchen sie dich, denn du sollst für sie leiden. Und die Urne mit deiner Asche stellen sie ins Pantheon. Morgen kommen sie und zerschlagen die Urne zu Scherben. Dann wird gefragt, Marat, wer war Marat? Marat, jetzt werde ich dir sagen, was ich von dieser Revolution halte, zu deren Heraufbeschwörung ich selbst beitrug. Damals, als ich in der Bastille saß, waren meine Thesen schon aufgezeichnet. Ich hatte sie aus mir herausgeschunden, unter den Schlägen meiner Geißel, aus Hass gegen mich selbst
und die Begrenztheit meines Denkens. In der Einkerkerung stiegen sie vor mir auf, die monströsen Vertreter einer untergehenden Klasse, deren Macht sich nur noch in einem Schauspiel körperlicher Exzesse darstellte. Bis ins kleinste Detail rekonstruierte ich den Mechanismus ihrer Gewalttaten und ließ dabei alles zur Sprache kommen, was es in mir an Bosheit gab und an Brutalität. Es war weniger ein Angriff auf diese Ertrinkenden, die alles mit sich rissen, was sie noch greifen konnten, als ein Angriff auf mich selbst. In einer Gesellschaft von Verbrechern grub ich das Verbrecherische aus mir selbst hervor, um es zu erforschen und damit die Zeit zu erforschen, in der ich lebte. Die Schändungen und Peinigungen, die ich meine erdachten Giganten ausführen ließ, führte ich selbst aus. Und so ließ ich mich auch selbst binden und bearbeiten. Und schon möchte ich sie mir vornehmen, diese Schöne dort, die da so erwartungsvoll steht, und ihr die Riemen in die Hand drücken, dass sie mich schlägt. Während ich zu dir von der Revolution spreche. Zart unter der Peitsche! Zunächst sah ich in der Revolution die Möglichkeit zu einem ungeheuren Auswuchs an Rache, zu einer Orgie, die alle früheren Träume übertraf. Dann aber sah ich, als ich selbst zu Gericht saß, nicht wie sonst als Angeklagter, sondern als Richtender, dass ich es nicht über mich bringen konnte, die Eingefangenen dem Henker zu überliefern. Ich tat alles, um sie freizusprechen oder entkommen zu lassen. Ich sah, dass ich nicht fähig war zum Mord. Obgleich dies doch die letzte Tat war, mit der Beweis meines Daseins erbracht werden konnte. Und jetzt, vor der Möglichkeit, würgte mich Übelkeit. Und jetzt, Marat, jetzt sehe ich, wohin sie führt, diese Revolution. Zu einem Versiechen des Einzelnen, zu einem langsamen Aufgehen in Gleichförmigkeit, zu einem Absterben des Urteilsvermögens, zu einer Selbstverleugnung, zu einer tödlichen Schwäche unter einem Staat, dessen Gebilde unendlich weit von jedem Einzelnen entfernt ist und nicht mehr anzugreifen ist. Ich kehre mich deshalb ab. Ich gehöre niemandem mehr an. Und wenn ich zum Untergang verurteilt bin, so will ich dem Untergang abgewinnen, was ich ihm aus eigener Kraft abgewinnen kann. Ich trete aus meiner Sektion. Ich sehe nur noch zu, ohne einzugreifen. Beobachtend, das Beobachtete festhaltend. Und es umgibt mich die Stille. Und wenn ich verschwinde, möchte ich alle Spuren hinter mir auslöschen. Simon, warum wird es so dunkel? Gib mir ein neues Tuch für die Stirn. Leg mir ein neues Tuch um die Schultern. Ich weiß nicht, friere ich oder vergehe ich vor Hitze. Simon, ruf Bach,
dass ich ihm den Aufruf diktiere. Den Aufruf an die französische Nation. Wo sind meine Papiere, Simon? Ich habe sie doch eben noch gesehen. Warum ist es so dunkel? Hier sind sie doch, Jean-Paul. Wo ist die Tinte? Wo ist meine Feder? Hier liegt die Feder, Jean-Paul, und hier steht das Tintenfass wie immer. Es war nur eine Wolke, die vorbeizog. Oder Rauch. Man verbrennt jetzt die Leichen. Armer Marat, verfolgt und verschrien, immer wieder musst du dich von ihnen verziehen, die dir deine Presse zerschlagen und dir den Druck deiner Schriften untersagen. Armer Marat, an den wir glauben, immer weiter schreiben mit entzündeten Augen bei rauchender Lampe in Verstecken, bis sie dich mit Spürhunden wieder entdecken. Und dein Haus umzingeln und deine Tür einrammen und dich aufs Neue unter die Erde verbannen. Zweites Gespräch zwischen Corday und Duperré. Nachdem wir so viel Beschwerliches weckten, befassen wir uns einmal mit lichteren Aspekten. Denn wenn auch einer fiebert und einer kriegt Tiebe, so besteht doch weiter die holde Liebe. Es gibt nicht nur Trübsal und nicht nur Groll, nein, auch von Edelmut ist das Leben voll. So lasst uns betrachten dies umschlungene Paar. Sie mit ihrem Schwall von gepflegtem Haar, mit ihrem Gesicht von interessanter Blässe, mit den Augen verklärt von der Tränennässe und den Lippen sinnlich geschwungen und zart. Und an diesen, der an Liebkosungen nicht spart, der in natürlicher Grazie sich bewegt, während sein Herz in Leidenschaft schlägt, erfreuen wir uns noch an ihrem verlangenden Blick, ehe ihnen der Kopf fällt vom Genick. Einmal wird es sich verwirklichen. Einmal wird es sich verwirklichen, dass der Mensch in Einklang lebt mit sich selbst und seinesgleichen. Einmal allen vereint, nur sich selbst gehorcht und seine Freiheit behält. In der jeder über alle dasselbe Recht erwirbt, dass man ihm über sich selbst gewährt. Einmal in einem Grundvertrag, in dem die natürlichen Ungleichheiten zwischen den Menschen einer höheren Ordnung unterstellt werden, so dass alle, wenn auch verschieden, am Körper und Geist doch gleich sind durch Übereinkunft und Recht. Diese Lügen, die im Umlauf sind, über den idealen Staat, als wären die Reichen hier bereit, freiwillig ihre Besitztümer herauszugeben. Und wenn sie vom Druck der Verhältnisse gezwungen werden, hier und da nachzugeben,
So tun sie es nur, weil sie wissen, dass sie dabei auch wieder gewinnen können. Es heißt jetzt, die Arbeiter hätten bald höhere Löhne zu erwarten. Warum? Weil mit einer gesteigerten Produktion gerechnet wird und folglich mit größerem Umsatz, der die Taschen der Unternehmer dick macht. Glaubt nicht, dass ihnen ohne Gewalt beizukommen ist. Lasst euch nicht täuschen, wenn unsere Revolution erstickt worden ist und wenn es heißt, dass die Zustände sich jetzt gebessert haben, auch wenn ihr die Not nicht mehr seht, weil die Not übertüncht ist. Und wenn ihr Geld verdient und euch was leisten könnt von dem, was die Industrien euch andrehen, und es euch scheint, euer Wohlstand stände vor der Tür, so ist das nur eine Erfindung von denen, die immer noch viel mehr haben als ihr. Glaubt ihnen nicht, wenn sie euch freundschaftlich auf die Schultern klopfen und sagen, die Unterschiede wären nicht mehr der Rede wert und es bestände kein Anlass mehr zu Streitigkeiten, denn dann sind sie ganz auf der Höhe in ihren neuen Burgen aus Marmor und Stahl, von denen auch sie die Welt ausräubern unter der Devise, sie verbreiteten Kultur. Passt auf! Denn sobald es ihnen gefällt, schicken sie euch, dass ihr ihre Haufen verteidigt im Kriege, deren Waffen in der rapiden Entwicklung der gekauften Wissenschaft immer schlagkräftiger werden und euch in großen Mengen zerreißen. Schnell müssen wir hinzufügen, dass wir uns hier nur damit vergnügen, derartige Dinge auszusagen, die natürlich mit unserer Zeit nichts zu tun haben. Zweiter Besuch der Corday. Zum zweiten Mal steht Charlotte Corday vor der Tür des Marat Rue des Cordeliers. Ich bin gekommen, um diesen Brief zu übergeben, in dem ich noch einmal bitte, bei Marat vorgelassen zu werden. Ich bin unglücklich und habe ein Recht auf seine Hilfe. Ich habe ein Recht auf seine Hilfe. Wer war an der Tür, Simon? Ein Mädchen aus Caen, eine Bittstellerin. Ich lasse niemanden herein. Die bringen uns nur ins Unglück. Alle diese Leute mit ihren Krämpfen und Beschwerden. Als hättest du nichts anderes zu tun, als ihnen Advokat und Arzt und Beichtvater zu sein in ihren missglückten Geschäften, ihren Familienintrigen und Ehekonflikten. Armer Marat, ist nicht alles vergebens, was du studiert hast, Zeit lebens, sind deine medizinischen Kenntnisse nicht verloren, jetzt wo es dir dröhnt und saust in den Ohren und ist all deine physikalische Wissenschaft, jetzt wo es drauf ankommt, nicht verpasst. Armer Marat, in deinen Mauern, während die Feinde dich umlauern. Marat, bist du noch bei klaren Sinnen? Da, in deiner Wanne drinnen. Marat, kennst du in deiner Enge immer noch die großen Zusammenhänge? Marats Gesichte. Sie kommen! Passt auf! Seht sie euch an! Diese Galerie von Figuren, dieses Kabinett von hohen Priestern, Ordensträgern und Falschmünzern. Passt auf! Sie sind schon dabei, ihr neues Reich zu bauen. Frankreich werden sie rufen und Frankreichs Größe. Und vor dieser Größe werdet ihr klein sein und kriechen. Passt auf! Sie sind da! Ja, ich höre euch! Ich sehe euch. Hören Sie jetzt, meine Damen und Herren, was diese doch nur allzu gern über jenen zu vermelden haben, die wir ihn ein für allemal begraben. Zunächst den Schulmeister der lieblichen Stadt, in der jener das Licht der Welt erblickt hat. Schon als Kind hetzte dieser Marat Gruppen seiner Gespielen unter Geschrei aufeinander. Mit Holzschwertern schlugen sie sich und es floss schon Blut. Und man machte Gefangene und band sie und folterte sie. Und niemand wusste, worum es ging. So hören Sie, was die uns jetzt nennt, die die Sache von innen her kennt, die ihn von Anfang an gerochen, weil er aus ihrem Schoß gekrochen.
verweigerte die Nahrung, lag tagelang ohne zu sprechen. Ruten zerschlugen wir an ihm zu Spreu. In den Keller sperrten wir ihn. Nichts half, es war ihm nicht beizukommen. Er biss zurück, wenn ich ihn biss. Er trat um sich, wenn ich ihn aufhängen wollte. Und wenn ich ihn anspuckte, lag er stocksteif und eiskalt. Ja, ich sehe euch, verhasster Vater, verhasste Mutter. Was ist das für ein Boot, in dem ihr schaukelt? Ich sehe euch, ich höre euch. Was lacht ihr so schrecklich? Jean-Paul, du fiebest. Lass das schreiben, Jean-Paul. Es bringt dich ins Verderben. Ich fiebere nicht. Ich sehe jetzt deutlich, was das für Figuren waren, von Anfang an. Dieses Großmaul rief im Alter von 5 Jahren. Was der Lehrer kann, kann ich auch. Und ich weiß noch mehr dazu. Und mit 15 habe ich die Universitäten erobert und alle Professoren ausgeschlagen. Und mit 20 liegen mir alle geistigen Kapazitäten zu Füßen. Das rief er. So wahr ich, so wahr ich, so wahr ich hier stehe. Simon, wo sind meine alten Manuskripte? Die Abenteuer des Potocki und die polnischen Briefe und meine Schrift über die Ketten der Sklaverei? Lass doch das Zeug. Es bringt dich nur ins Verderben. Ich will sie sehen. Suche sie. Bring sie mir. Schreibereien eines Tagedriebs, zusammengestohlene Gedanken, Flasken und Tiraden. Das eine Buch herausgegeben unter dem Namen eines Grafen, das andere unter dem Namen eines Prinzen. Seht ihn euch an, den Scharlatan, der nach Titel und höfischen Ehren strebte und der nur, weil man ihn nicht anerkannte, sich gegen die wandte, die er umschmeichelt hatte. Was tat er in England, dieser dunkle Marat? War er nicht ein Dandy in der feinsten Gesellschaft und musste fliehen, weil man ihn bei Unterschlagungen und Diebstählen ertappte? Schmuggelte er sich nicht wieder ein in namhafte Kreise? Gelang es ihm nicht, zum Leibarzt zu werden beim Grafen d'Artois? Oder war es nur Pferdearzt? Sahen wir ihn nicht ein- und ausgehen bei den Aristokraten? 36 Livre nahm er für eine Konsultation. Und geschenkt bekam er noch dazu die besondere Gunst gewisser hochwohlgeborener Damen. Und als sie herausfanden, dass er nur ein Kurpfuscher war, der seine Medizinen aus Wasser und Kreide herstellte, und als sie ihn auf die Gasse hinausjagten, auf der er zu Hause war, da begann er zu schreien: Besitz ist Diebstahl, nieder mit dem Tyrannen! Es ist uns eine ganz besondere Ehre, Ihnen zu präsentieren, den Herrn Voltaire. Wir haben von einem gewissen Marat ein Heftchen erhalten mit dem Titel über den Menschen. Besagter Marat erklärt uns in diesem umstürzenden Essay, dass die Seele ihren Sitz in der Gehirnbaumrinde habe und von dort auf die hydraulische Maschinerie des Körpers einwirke und auch vom Mechanismus des Körpers ihrerseits Benachrichtigungen entgegennehme und dieselben in einzelnen zu verschiedenen Zeiten wirksamen Zentrifugien zu Bewusstsein verwandle. Mit anderen Worten, so meint dieser Herr, dass ein Hühnerauge die Gehirnwindeln mit seelischem Schmerz fülle und dass eine bekümmerte Seele die Leber oder Niere versaure. Für derartigen Zeitvertreib, der sich als Wissenschaft ausgibt, haben wir nicht mal ein Gelächter übrig. Dies ist der Herr Lavoisier, als er noch stand auf des Ruhmes Höhe. Die Akademie hat von einem gewissen Marat Ausführungen über das Feuer, die Elektrizität und das Licht entgegengenommen. Besagter Marat maß sich an, unsere Lehren verbessern zu können. Feuer, sagt er, ist kein Urstoff, sondern ein flüssiges Fluidium,
wodurch Erhitzung entsteht und wo sich an der Luft entzündet. Licht, sagt er so, dann ist eigentlich kein Licht, sondern der Weg des Lichtes, den das Licht zurücklegt, wo nämlich nur aus vibrationierenden Strahlen besteht, ist überhaupt ein großer Entdecker. Sagt, dass auch Wärme eigentlich keine Wärme ist, sondern nur aus vibrationierenden Strahlen besteht, die erst Wärme bilden, wenn sie mit einem Körper karambolieren und in demselben die kleinsten Molekülchen in Bewegung versetzen. Mit anderen Worten, so will dieser Meister die Schöpfung, in der alles fest und beständig ist, für ungültig erklären und anstelle eine ständige Aktivität von elektrifizischen Magnetitäten einführen, wo sich aneinander reiben. Kein Wunder, dass er da in der Wanne sitzt und sich vor Jucken nicht zu helfen weiß. Und als er es mit seiner Forscherei zu nichts brachte, da kam diesem Dilettanten die Revolution gerade gelegen. Und er ging zu den Unterdrückten über und nannte sich Freund des Volkes. Doch er dachte nicht an das Volk, sondern nur an seine eigene Unterdrücktheit. Wehe dem anders Gearteten, der es wagt, nach allen Richtungen gegen die Begrenzungen anzudrängen, um sie zu erweitern und zu durchstoßen. Überall aufgehalten und angepöbelt von den Scheuklappen behängten Sicherern alter Positionen. Du wolltest Helligkeit, deshalb erforschtest du das Feuer und das Licht. Du wolltest herausfinden, wie die Kräfte zu lenken seien, deshalb studiertest du die Elektrizität. Und die Funktion des Menschen wolltest du klarlegen. Deshalb fragtest du dich, was denn dies sei, die Seele, dieser Klumpen von leeren Idealen und verworrener Ethik. Und du legtest die Seele ins Gehirn, damit sie denken lerne. Denn Seele ist dir etwas Praktisches. Etwas, mit dem wir unser Dasein regeln und bemeistern können. Und zur Revolution kamst du, weil es sich dir zeigte, dass vor allem anderen grundlegende Änderungen in den Verhältnissen erreicht werden müssen. Und dass ohne diese Änderungen nichts, was wir unternehmen, fruchtbar werden kann. Nationalversammlung. Wir hören, wie Marat, ehe er verspielt, im Geist seine letzte Rede hielt, um dem Auditorium einen zu empfehlen, den sie als Tribun könnten wählen. Nieder mit Marat! Man verbiet ihm das Reden. Hört ihn an, er hat das Recht zu sprechen. Raus mit ihm! Robespierre! Robespierre! Je lebe Danton! Mitbürger! Nieders! Abgeordnete der Nationalversammlung! Unser Land ist in Gefahr! Von ganz Europa sind Armeen über unsere Grenzen eingebrochen, dirigiert von Schiebern, die uns abwürgen wollen und sich schon um die Verteilung der Beute streiten. Und was tun wir? Unser Kriegsminister, dessen Tugend und Ehrbarkeit ihr nie bezweifeltet, hat das Getreide, das zur Verpflegung unserer Heere bestimmt war, mit eigenem Gewinn ans Ausland verkauft, wo es jetzt den Truppen zugutekommt, die gegen uns stehen. Werft ihn raus! Unser Heerführer Dumouriez. Bravo, er lebe! Vor dem ich seit langem warnte und den ihr vor kurzem noch als Helden feiertet, ist zum Feind übergelaufen. Die Mehrzahl unserer Generäle sympathisieren mit den Emigranten und warten auf den Tag, an dem sie ihre gemeinsamen Geschäfte wieder aufnehmen können.
Raus mit Marat! Hetzer! Lügner! Unser Vertrauensmann in Finanzfragen, der vielgelobte Herr Cambon, zieht durch Herstellung falscher Wertpapiere ein Vermögen in die eigene Tasche, während er durch die Ausfertigung von Assignaten die Inflation in die Höhe treibt. Es lebe das freie Geschäft. Und ich höre, dass unser geschickter Bankier Pergot mit den Engländern unter einer Decke steckt und in seinen Panzerkellern ein Spionagezentrum gegen uns leitet. Unverschämtheit gegen einen verdienten Mann, einen Ritter der Ehrenlegion von Napoleon zum Chef der Bank von Frankreich ernannt. Aufhören! Marat, stopft ihm das Maul! Weiter sprechen! Es lebe Marat! Es lebe Marat! Das Volk kann die Wucherpreise fürs Brot nicht zahlen. Unsere Soldaten gehen in Lumpen. Ein neuer Bürgerkrieg ist von der Konterrevolution entfacht worden. Und was tun wir? Nichts ist bisher von den klerikalen Ländereien den Besitzlosen zugute gekommen. Und vor Jahren schon schlug ich vor, diese in Parzellen aufzuteilen und mit Ackerbaugeräten und Saatgut zu versorgen. Auch sehen wir nichts von den Gemeindewerkstätten, die in den ehemaligen Klöstern und Herrschaftshäusern eingerichtet werden sollten. Wer Arbeit hat, schuftet sich ab für Makler, Börsenagenten und Aktienspekulanten. Mitbürger, haben wir um die Freiheit derer gekämpft, die uns jetzt wieder ausbeuten. Aufhören! 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 Unser Land ist in Gefahr. Wir sprechen von Frankreich. Doch für wen ist Frankreich? Wir sprechen von Freiheit. Doch für wen ist diese Freiheit? Abgeordnete der Nationalversammlung, nie werdet ihr herauskommen aus eurer Vergangenheit. Nie werdet ihr verstehen, in welche Umwandlungen ihr hineingeraten seid. Warum sind nicht Tausende von Plätzen hier, in diesem Konvent, damit jeder, der es will, hören kann, was hier vorgeht? Was will er mit seinem Gerede? Will er die Leute wieder aufhetzen? Seht euch doch an, was da auf den Tribünen herumsitzt. Strickerinnen, Partnerinnen und Barschweiber, ihre Arbeitgeber beraubt. Und was hat er sonst noch? Tagediebe, Flaniere, Parasiten, wie sie auf den Boulevards streichen und in den Cafés lungern. Wir könnten. Entlassene Gefangene, entlaufene Irre. Will er mit denen unser Land steuern? Ihr Lügner! Ihr hasst das Volk. Buh. Nieder mit Marat! Es lebe Marat! Er spricht die Wahrheit. Immer werdet ihr vom Volk als von einer rohen, formlosen Masse sprechen, weil ihr getrennt von ihm lebt. Ihr habt euch mitreißen lassen zur Revolution, ohne ihre Grundbegriffe zu kennen. Meint nicht selbst unser geschätzter Danton, dass wir, anstatt den Reichtum zu verbieten, uns bemühen sollten, die Armut ehrenhaft zu machen? Immer noch wollt ihr ihnen nacheifern, den gepuderten Schurken, Necker, Lafayette, Talleyrand, Maul halten! Wir leben heute im Jahre 1808 und der Kaiser hat diesen Namen, die damals durch den Schmutz gezogen wurden, die Ehre wiedergegeben, die ihnen gebührt. Wir brauchen endlich einen wahren Abgeordneten des Volkes. Einen, der unbestechlich ist. Einen, dem wir trauen können. Wir haben die Auflösung und das Chaos. Das ist gut. Das ist das erste Stadium. Jetzt müssen wir zum zweiten Stadium gelangen. Wählt einen, der eure Interessen wahrt. Marat als Diktator! Runter mit ihm! In die Kloaken! Diktator der Ratten! Diktator! Dieses Wort soll verschwinden. Ich hasse alles, was an Patriarchen und Meister erinnert. Ich spreche von einem Chef, der in der Zeit der Krise will aufwiegeln zu neuen Morden. Wir morden nicht. Wir töten aus Notwehr. Wir kämpfen um unser Leben. Oh. Hätten wir wieder schöpferische Gedanken anstelle von Agitation. Hätten wir wieder Schönheit und Harmonie anstelle von Taumel und Fanatismus! Hört, was hier geschieht! Vereint euch! Stürzt eure Feinde!
macht sie unschädlich. Denn wenn sie gewinnen, dann werden sie keinen von euch verschonen. Und alles, was wir erreicht haben, ist verloren. Raus mit Marat! Lorbeerkranz für Marat! Einen Triumphzug für Marat! Es lebt die Laternenpfähle! Ha, ha, ha! Es leben die Bäckerläden! Es lebe die Freiheit! Nieder mit der Zwangsjacke! Nieder mit den verriegelten Türen! Nieder mit den Gittern! O Marat, auf dich wollen wir bauen! Du bist der Einzige, dem wir vertrauen! Schürzt die Reichen mit Saphiren, Gott! Und werft den Erlös in einen gemeinsamen Pott! Wir wollen auch einmal versuchen, wie Meerrücken, Speck und Sahnekuchen. Marat, 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 Marat. Einen werden Sie finden, auf den Sie alles abladen können. Und Sie werden ihn ernennen zu einem blutgierigen Ungeheuer, das in die Geschichte eingehen kann, unter dem Namen Marat. Armer Marat, in deiner Wanne von Zeit hast du nur noch ne kurze Spanne. Mit rasender Eil gehst du auf dein End, obgleich die Kordel auf ihrer Bank jetzt hält. Stellt euch nur vor, sie wird es verschlafen, dieweil sie da träumt von Rittern und Grafen. Marat, vielleicht ist es noch möglich, du wärst gesund. Und niemand fügt dir zu, die tödliche Wund. Armer Marat, schärf deine Ohren, denn ohne dich sind wir verloren. Armer Marat, sei auf der Wacht. An diesem Abend, vor dieser Nacht. Was ist das für ein Klopfen? Simon! Simon! Gieß kaltes Wasser zu. Simon, wo bleibt Bach? Gib es auf, Marat. Du sagtest selbst, es sei nicht zu erreichen mit dem Gekritzel. Auch ich habe mein Hauptwerk längst aufgegeben. Eine 30 Meter lange Papierrolle, dicht beschrieben mit winziger Schrift, damals im Kerker. Sie verschwand beim Fall der Bastille. Sie verschwand, wie alles Geschriebene verschwindet. Wie alles Gedachte und Geplante verschwindet. Marat, sieh mich an. Marat, wie hast du gelebt? In deiner Wanne, in deiner Kasteiung? Ich hatte zu nichts anderem Zeit als zur Arbeit. Der Tag und die Nacht reichten mir nicht aus. Wenn ich einen Missstand untersuchte, so verzweigte er sich gleich. Wo ich auch hingriff, überall geriet ich ihn an Wuchern. Wenn ich schrieb, so schrieb ich immer mit dem Gedanken an Handlung. Hatte immer vor Augen, dass dies nur Vorbereitung war. Wenn ich schrieb, so schrieb ich immer im Fieber und hörte schon das Dröhnen der Handlungen. Damals, bei der Abfassung der Schrift über die Ketten der Sklaverei, saß ich 3 Monate lang, 21 Stunden am Tag über Bergen von Wälzern, das Material zusammensuchend, das Material sichtend, das sich knisternd und siedend ausbreiten wollte, immer weiter, bis ich in dessen Sümpfen versackte. Ich lag dann 2 Wochen in einem Stupor, während das abgesandte Manuskript unterschlagen wurde. Dies gehörte ja dazu. Immer standen sie bereit, meine Aussagen abzufangen, zu verleumden und unschädlich zu machen. Nach jeder Fertigstellung eines Flugblatts musste ich hinunter in die Laufgänge. Sie kamen mit Kanonen. 1000 Mann der Nationalgarde standen um mein Haus. Und heute noch warte ich auf das Klopfen an der Tür. Warte darauf, dass sich das Bajonett auf meine Brust setzt. Was sollen die Aufrufe?
Es ist zu spät, Marat. Vergiss deinen Aufruf. Er enthält nur Lügen. Was willst du noch mit dieser Revolution? Wohin soll sie führen? Sieh diese verlorenen Revolteure mit ihren angesteckten Kokarden. Was willst du ihnen befehlen? Wohin willst du sie leiten? Was willst du ihnen befehlen? Armer Marat, über dem Brette, während sie Frankreich verkaufen um die Wette. Du verbrachtest Jahre beim Studium der Weisen und begabst dich hinaus auf weite Reisen. Überall sahst du, wer die Welt regierte und wer es war, der dabei vegetierte. Und auch als du lebtest bei Wasser und Brot, hinderte dich keine Not. Die Welt, wie du sie sahst, nach allen Seiten anzugreifen und deine Erfahrungen zu verbreiten. Deshalb kläfft sie dir nach, die engstirnige Meute, die dies nicht erträgt, so ist es noch heute. Armer Marat, in deinem belagerten Haus, du bist uns um ein Jahrhundert voraus. Vorbereitungen zum dritten Besuch. Corday. Wach auf. Wach auf. Wach auf, Corday. Wach auf, Corday. Corday. Wach auf. Charlotte Corday, es ist jetzt soweit. Du hast jetzt zum Schlafen keine Zeit. Charlotte Corday, steh jetzt auf und fasse deinen Dolch beim Knauf. Charlotte Corday, du weißt ja Bescheid. Bald kannst du schlafen in Ewigkeit. Jetzt weiß ich, wie dieser Augenblick ist, in dem der Kopf vom Leib getrennt wird. Dieser Augenblick, die Hände auf dem Rücken gebunden, die Füße zusammengeschnürt, der Hals entblößt, das Haar abgeschnitten. Dieser Augenblick auf den Brettern, das Geräusch des hochgezogenen Beils, von dessen schräge Schneide das Blut noch tröpfelt, dieser Augenblick, der Kopf, eingespannt in das metallene Joch, hinabblickend in den triefenden Korb und dann der Sturz, der uns zweiteilt. Man sagt, dass der Kopf, wenn er von der Hand des Scharfrichters hochgehalten wird, noch lebt, dass die Augen noch sehen, die Zunge sich noch regt und unten zucken noch die Arme und Beine. Wovon sprichst du, Charlotte? Was sind das für Träume? Wach auf, Charlotte, und betrachte die Bäume, betrachte das rosige Abendlicht. Und denke an solche Dinge nicht. Verspüre die Wärme und sommerliche Luft, in der sich hebt deine schöne Brust. Was trägst du denn dort? Einen Dolch? Wirf ihn fort! Wir müssen jetzt Waffen tragen, um uns zu verteidigen. Niemand greift dich an, Charlotte. Charlotte, wirf den Dolch weg. Fahre weg von hier, zurück nach Caen. In meinem Zimmer in Caen, auf dem Tisch unterm offenen Fenster, liegt Judiths aufgeschlagenes Buch. Judith brach auf, um nie zurückzukehren. Angetan mit wunderbarer Schönheit, trat sie vor das Lager des Tyrannen und mit einem einzigen Hieb vernichtete sie ihn. Charlotte, was
planst du? Dritter und letzter Besuch der Corday. Was willst du an dieser Tür? Weißt du denn, wer hier wohnt? Er, um dessen Willen ich hierher gekommen bin. Was willst du von ihm? Geh rum, Charlotte. Ich habe einen Auftrag, den ich ausführen muss. Geh, lass mich allein. Nun sehen Sie, wie zum dritten Mal diejenige, die in diesem Saal die Corday spielt in unserem Stück, vor der Tür des Marat versucht ihr Glück. Vor ihren Füßen sehen Sie Duperret, zusammengesackt in Abschiedsweh. Sie sehen, sie will seinen Schmerz nicht lindern und lässt sich an ihrem Schritt nicht hindern. Denn es lässt sich nicht ändern, was einmal geschehen. Und wollten wir alle es auch anders sehen, es hilft nichts. Sie hat diesen da schon vergessen und ist auf den anderen da drinnen versessen. Nein, ich habe recht und werde es noch einmal sagen. Simon, wo bleibt Bar? Es eilt. Mein Aufruf. Marat, was sind alle Pamphlete und Reden gegen sie, die da steht und zu dir will, um dich zu küssen und zu umarmen? Marat, eine Virgo intakta steht vor dir und bietet sich dir an. Sieh, wie sie lächelt, wie ihre Zähne glitzern, wie sie ihr Haar zur Seite schwingt. Marat, gib alles andere auf, jetzt da sie zu dir kommt. Marat, es gibt nichts anderes als diesen Leib. Sieh, da steht sie mit nackter Brust unter dünnem Tuch. Vielleicht trägt sie ein Messer zur Aufreizung des Liebesspiels. Simon! Simon, wer hat geklopft? Ein Mädchen aus der ländlichen Einöde eines Klosters. Bedenke, wie diese Mädchen auf hartem Boden liegen, in Nesselhemden, und wie die warme Luft von den Feldern zu ihnen durchs vergitterte Fenster dringt. Bedenke, wie sie da liegen, mit nassem Schoß und mit nasser Brust. Und an jene denken, die draußen das Leben lenken. Und da hatte sie genug von der Abgeschiedenheit und wurde ergriffen von der neuen Zeit und geriet hinein in die Umschmelzungen und wollte beitragen zu den Umwälzungen. Denn was wäre schon diese Revolution ohne eine allgemeine Kopulation? Denn was wäre schon diese Revolution ohne eine allgemeine Kopulation? Ohne eine allgemeine Kopulation? Denn was wäre schon diese Revolution ohne eine allgemeine Kopulation? Ohne eine allgemeine Kopulation? Marat, nah ist nur dieser Leib, der dich erwartet. Marat, als ich in der Zitadelle lag, 13 Jahre lang, da habe ich gelernt, dass dies eine Welt von Leibern ist. Und jeder Leib voll von einer furchtbaren Kraft. Und jeder allein und gepeinigt von seiner Unruhe. In diesem Alleinsein, mitten in einem Meer von Mauern, hörte ich ununterbrochen dieses Flüstern von Lippen, spürte ununterbrochen in den Flächen der Hände und an der Haut des Körpers diese Berührungen. Ununterbrochen träumte ich von diesem einzigen Gegenüber. Und es war ein Traum von rasender Eifersucht und gewaltsamen Meditationen. Marat! Diese Gefängnisse des Innern sind schlimmer als die tiefsten steinernen Verliese. Und solange sie nicht geöffnet werden, bleibt all euer Aufruhr nur eine Gefängnisrevolte, die niedergeschlagen wird von bestochenen Mitgefangenen. Denn was wäre schon diese Revolution ohne eine allgemeine Kopulation? Ohne eine allgemeine Kopulation? Hast du, Marat, meinen Brief übergeben? Lass mich jetzt ein. Es geht um das Leben. Ich muss, Marat, über die Lage in Kar berichten, wo sie sich sammeln, um ihn zu vernichten. Wer ist da an der Tür? Das Mädchen aus Kar. Lass sie zu mir.
Marat, ich will dir die Namen meiner Helden nennen, doch ich verrate sie nicht, denn ich spreche zu einem Toten. Sprich deutlicher, ich verstehe dich nicht. Komm näher. Namen nenne ich dir, Marat. Namen von denen, die sich in Caen versammelt haben. Barbaroux nenne ich dir, und Busson, und Pession, und Louvet, und Brissot, und Vergniaud, und Cadet, und Chassonnet. Wer bist du? Komm näher. Ich komme, Marat, doch du kannst mich nicht sehen, weil du tot bist. Bah! Schrei nur, was ich dir diktiere! Samtabend, den 13. Juli 1793, an die französische Nation! Es gehört zu Herrn de Saats künstlerischem Duktus, dass er jetzt einschaltet einen Interruptus. Und zwar soll Marat in dieser Sekunde, vorm End, noch hören aus unserem Munde, was nach ihm kommt, wenn er nicht mehr ist. Und was ihr alle dort unten wisst. In der Vendée rast jetzt der Streit, voll Mut und voller Grausamkeit. Zwischen den Unsern und den Royalisten, und es gelingt uns, sie auszumisten. Mit fliegenden Fahnen kommen wir schon, singend und sengend die Strafexpedition. Dir zu Ehrenregiment Marat genannt, und damit säubern wir das Land. Marat! Alles, was du uns gepredigt, wird jetzt mit großer Kraft erledigt. Die Feinde liegen erschlagen im Sand oder sterben von eigener Hand. Und mit Kanonen und Pferden kommen wir schon und stürmen den Hochsitz der Gegenrevolution. Lyon, wo wir ein Exempel statuieren und 3000 Mann auf einmal exekutieren. Auch nach Nantes sind wir jetzt gekommen. Und da wird gründliche Rache vorgenommen. Jedes Haus, in dem ein Aufständischer gewohnt, wird niedergerissen und keiner wird verschont. Und mit Trompeten und Brommeln kommen wir schon in die verräterische Stadt Toulon. Und dabei ist einer, wir werden's noch spüren, der kann uns zu großen Siegen anführen. Du siehst, Marat, es geht voran. Und jetzt packen wir auch die eigenen an. Wie du gesagt hast, so müssen vor allem die Schwachen und Unfähigen wegfallen. Mit Karren und Beilen kommen wir schon und holen uns die Verräter der Revolution. Da steht Danton, die Hände gebunden, und schon ist ein Kopf im Korn verschwunden. Robespierre führt jetzt die Jakobiner gegen die Betrüger und Geldverdiener. Doch so viele wir auch von ihnen vernichten, sie wollen immer noch nicht auf ihr Reich verzichten. Mit Gold und mit Eisen kommen sie schon und reden fröhlich von Restauration. Marat, du siehst dich wieder entfalten. Nicht mal Robespierre kann sich da noch halten. Diesmal verloren ist auch Chacroux. Dessen Worte in diesem Kreise tabu. Marat, zum Trost können wir dir noch sagen, wer es ist, den wir jetzt bei uns haben. Mit Fanfaren und Pauken kommt er schon. Ein leibhaftes Beispiel für aller Mühen Lohn. Der Bonaparte, der ist jetzt da. Kommt wie du aus Sardinien oder Korsika. Und er verspricht uns den ewigen Frieden und gibt uns Arbeit in den Waffenschmieden. Und zu Ehren der Revolution nennt er sich Kaiser Napoleon. Das ist ein Schauspiel, das können wir dir sagen. Wir sehen es an mit knurrendem Magen. Wir stehen nur und gaffen. Und wir segnen uns die Pappen!
Verehrtes Publikum, ehe Sie hinausgehen aus den Türen, lassen Sie uns kurz rekapitulieren, was wir versuchten auszudrücken in den gesprochenen und gesungenen Stücken. Zu diesem Zweck rufen wir noch einmal zum Leben, den Sie ermordet sahen soeben. Ich glaube nur an ein einziges Leben. Drum trifft jetzt jedes Wort daneben. Nur ein einziges Mal hier in eurer Mitte bin ich Herr über meine Schritte. Und bei diesem einzigen Mal musste ich treffen meine Wahl. Was sich mir zeigte, war eine einzige Welt. Und diese war regiert vom Geld. Und die es besaßen, waren nur wenige. Und die es nicht besaßen, waren unzählige. Es zeigte sich mir, dass es galt, das Gesetz zu brechen mit Gewalt. Und jene zu stürzen, die dick und breit dasitzen in geheuchelter Sicherheit, die uns erklären, die Unterschiede müssten bestehen und der Kampf um den Profit müsste weitergehen. Als Leiche bin ich wenig wert, doch es bleibt bestehen, was ich gelehrt, so dass andere, die nach mir kommen, weiterführen, was ich begonnen, bis einmal jeder im gleichen Maß ein Hüter sein wird aller gemeinsamen Güter. Charlotte Corday, könntest du heute wieder wandeln, würdest du dann wie früher handeln? Ich lebte in Frieden und in Stille und ich sage euch, es war nie mein Wille, Gewalt zu begehen und Blut zu vergießen und mein Leben auf dem Schafott zu beschließen, bis ich von jenem dort vernahm und sein Anblick und seine Stimme über mich kam und ich seine Worte hörte voll Rache und Hass und seine Haut sah, vereitert und nass. Da brach ich auf, weil ich wusste, dass ich mich stellen musste, um mit meinen eigenen Händen die Beschmutzung der Revolution zu beenden. Und könnt ich meine Tat noch einmal begehen, ihr würdet mich wieder vor diesem hier sehen. Und müsste ich mich mit meinem Tod nicht tarnen, so würde ich euch vor dieser hier warnen. Denn immer wieder müssen wir für diese zahlen, die wir reden hören von hohen Idealen, die von Reinheit sprechen und geistigen Zielen, und mit dem Ausbeuter unter einer Decke spielen. Gefährlicher noch als jene mit ihrem Geld ist diese hier, weil sie sich verstellt. In den anderen sehen wir deutlich den Feind. Bei dieser wissen wir nie, was sie meint. Sagen Sie uns, Herr Marquis, was Sie erreicht haben mit Ihrer Regie. Führte das Spiel in unserem Bad zu einem erkennbaren Resultat? Es war unsere Absicht, in den Dialogen Antithesen auszuproben und diese immer wieder gegeneinander zu stellen, um die ständigen Zweifel zu erhellen. Jedoch finde ich, wie ich es auch drehe und wende, in unserem Drama zu keinem Ende. Ich war selbst ein Fürsprecher der Gewalt. Doch im Gespräch mit Marat sah ich bald, dass meine Gewalt eine andere war als seine und dass ich seinen Weg verneine. Einerseits der Drang, mit Beilen und Messern die Welt zu verändern und zu verbessern, andererseits das individuelle System, Kraft seiner eigenen Gedanken unterzugehen. So sehen Sie mich in der gegenwärtigen Lage immer noch vor einer offenen Frage. Jetzt aber leben wir in ganz anderen Zeiten, ohne Unterdrücker und ohne Pleiten. Wir sind auf dem Weg, uns zu erholen. Wir haben Brot und es gibt auch Kohlen. Und haben wir auch noch einen Krieg, so leuchtet vor uns doch nur der Sieg. Und haben die meisten auch wenig und nur wenige viel, so nähern wir uns doch alle dem gemeinsamen Ziel. Und wir dürfen uns äußern in jeder Weise. Und was wir nicht äußern dürfen, sagen wir leise. Und selbst wir Internierten sind nicht mehr gekettet. Und für immer ist die Ehre unseres Landes gerettet. Und Politik brauchen wir uns nicht mehr zu streiten, denn einer ist da, um uns alle zu leiten. Um den Armen zu helfen und auch uns Kranken. Und diesem einen haben wir alles zu verdanken, diesem einzigen Kaiser Napoleon. Es lebe der Kaiser und die Nation, es lebe unsere Heilanstalt Charenton. Der unsere unbesiegbare Armee übers Wasser führt und durch Wüste und Schnee, um unsere Macht nach
So habt ihr es ertragen, dass sie euren Freund morden. Aus Trägheit habt ihr es zugelassen, aus Unwissenheit. Und so lasst ihr es geschehen, dass eure Feinde mit Blut, Eisen und Gold ihr Reich festigen und euch die Güter der Erde rauben, die allen gleichmäßig gehören. Zum letzten Mal. Lernt zu sehen. Lernt ein Urteil zu formen. Zeigt, dass ihr nicht die Geprellten seid.